Hi Leute und herzlich willkommen bei diesem Abo-Special von Frischi Toastbrot. Ja Leute, wir haben 3000 Abonnenten geknackt. Frischi Toastbrot, der Kanal, hat 3000 Abonnenten und ich finde das richtig geil. Ein großes, heftiges Dankeschön von mir und ich weiß, das sagen eigentlich alle YouTuber, wenn sie sowas erreicht haben, aber ihr wisst einfach nicht, wie geil dieses Gefühl einfach für mich ist und ich finde es richtig cool und ich kann auch wieder geil sagen, dass ich einfach so viele Abonnenten und Zuschauer jetzt in der letzten Zeit auch dazu gewonnen habe und ich bedanke mich für jeden Einzelnen und ich habe mir überlegt, in diesem Video mache ich einen kurzen Livestream sozusagen, also 11 Minuten geht er wahrscheinlich, weil meine Kamera keinen Speicher für mehr hat. Und in diesem Livestream werde ich einfach mal ein bisschen so was zeigen von meiner Sammlung, also hier eben noch die Matten, die ihr eben auch noch bekommen könnt. Ihr müsst mich nur anschreiben, hier die Göttermatte ist auch noch da, dann hier die Constella-Matte und die Feuerfaust-Matte. Und ja, ich will natürlich auch ein bisschen über den Kanal reden, was so los ist jetzt in der letzten Zeit. Und ja, ich habe natürlich immer noch Großes vor mit dem Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dem Weg begleitet zu den 100.000 Abonnenten. Nein, Spaß, vielleicht werden es ja so viele, keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt hier mal alles drum und dran. Muss hier erstmal ein bisschen das Licht ausmachen. Beziehungsweise, das sieht man ja richtig schlecht hier, aber egal, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja, was wollte ich sagen? Genau. Es ist folgendermaßen, also es haben mich ja viele angeschrieben, haben gesagt, ja, Frischi Toastbrot, kannst du nicht nochmal mehr Openings machen? So, und da ist es eben so, naja, dank meiner finanziellen Lage, die eigentlich nicht so wirklich gut ist, ist es halt wirklich so, dass ich sehr wenig mir kaufen kann. Also ihr seht ja schon, ich habe jetzt extra schon so eine kleine Special-Show gestartet mit den einzelnen Boostern. Das kam mir auch immer recht gut an, das mache ich auch weiter. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es jetzt hinbekommen, dass ihr mir spenden könnt. Also wenn ihr jetzt sagt, ja, ich würde generell sehr gerne für dich spenden, dann gibt es jetzt auf meinem Kanal, am Kanal Banner, also da, wo der Ojama-Ritter und der weiße Drache ist, da gibt es so einen Link und da steht eben Spenden. Er steht unten rechts, ja, rechts in der Ecke und da könnt ihr eben draufdrücken und da könnt ihr einen beliebigen Betrag spenden. Also ich bin wirklich für alles offen. Ihr könnt mir da 50 Cent spenden, ihr könnt mir da 1000 Euro spenden, ja, von wegen. Also wer da wirklich sagt, ja, ich will, dass der Kanal fortbesteht und dass es mehr Openings gibt, dann könnt ihr mir da gerne spenden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann kommen eben weniger. Also ich sag mal so, ja, ich bin halt ein bisschen knapp bei Kasse und kann jetzt nicht jede Woche immer ein Opening ran reinbringen. Aber ich sag mal so, das versteht ihr wahrscheinlich auch. Und es wäre eben eine immense Unterstützung für euch. Und das ist wirklich nur ein Knopfdruck. Ihr müsst euch eben bei eurem PayPal-Konto anmelden und schon könnt ihr mir, was weiß ich, 2 Euro oder 1 Euro spenden. Und von dem Geld werde ich dann natürlich hier bei Frischi Toastbrot Booster kaufen. Ich werde verschiedenste Display kaufen und werde eben sehen, wie ich das Ganze mache. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Und jetzt erstmal genug gelabert von Spenden und so weiter. Jetzt geht es nämlich hier weiter. Ich habe hier auch noch Tradebinder, die ich euch gerade zeige. Einfach, weil ich wirklich sehr wenig Zeit auch habe jetzt wieder. Weil jetzt fängt wieder die Schulzeit an. Und da muss ich eben ein bisschen schon vorsorgen. Und wie gesagt, ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn ihr irgendwelche Karten braucht. Hier ist auch eine Anleitung zum Beispiel vom Starter-Deck Exceed Symphony. Wer das braucht, hier dieses Deck, das habe ich noch einmal da. Das kann ich euch also auch besorgen. Und wie gesagt, also im Moment ist es wirklich so, dass ich auch sehr gerne trade. Meistens ja eher mit Geld, weil wie gesagt, dann habe ich wieder ein bisschen was, was ich hier in den Kanal investieren kann. Und ja, in diesem Tradebinder sind übrigens nur Secret Rare-Karten. Wem es schon aufgefallen ist, also für alle Secret-Fans, die können hier mich gerne anschreiben, wenn sie was brauchen. Und ja, ansonsten, wie sieht es aus mit der Zukunft von dem Kanal? Ich hatte ja schon einen Trailer gemacht, wo ich versprochen habe, dass immer regelmäßig Videos kommen. Ist natürlich so, dass ich wirklich versuche, so viel
zu uploaden wie möglich. Ne? Und ich habe mir jetzt auch überlegt, bei den Deck-Profiles gerade ist es eben, ja, habe ich sehr gemerkt, dass sich die Leute eben die langen Deck-Profiles sehr kurz nur ansehen. Also die sind dann irgendwie, sage ich mal, 3 Minuten, schauen sie sich ein Video an und dann war's das. Und das finde ich ein bisschen schade. Das ist natürlich auch bei längeren Videos immer so, dass, ja, sage ich mal, die Zeit flöten geht. Und da habe ich mir gedacht, okay, fängst du auch mal an mit kürzeren Deck-Profiles. So machen es ja auch viele YouTuber im englischen Bereich. Und da könnt ihr mir gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet. Hier sind ein paar Elementarhelden, dazu habe ich auch später noch mehr. Hier ja auch ein paar coole französische Karten. Und ja, das wäre also auch ziemlich cool, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was euch so am besten gefallen hat am ganzen Kanal. Also was ihr jetzt wirklich immer noch feiert, sage ich mal, wenn man das so sagen kann bei meinen Videos, keine Ahnung. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, oh, die Openings in der Richtung waren absolut Weltklasse oder nicht, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich natürlich auch eher in diese Richtung gehen, was ihr oder was die meisten eben schreiben werden. Und jo. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Hier genau, Rotdrachen, Erstunterwelt, da habe ich auch noch zweimal. Die ist ja auch jetzt sehr begehrt geworden in der letzten Zeit. Und hier als letztes noch ein Magier des Chaos mit Ritualkarte. So. Das war jetzt erstmal der Ordner. Jetzt muss ich gerade mal sehen. Ich hatte eigentlich noch einen kleinen Ordner, aber ich weiß nicht, wo er liegt. Ah, hier liegt er. Einen Moment, Leute. So, hier bin ich wieder zurück. Und zwar haben wir hier einen kleinen Ordner und hier habe ich mal sämtliche Elementarheldenkarten reingepackt, die ich so habe. Das heißt, wer Interesse hat an Elementalen, kann mich gerne anschreiben. Und ja, ist eigentlich ziemlich cool, weil daraus kann man sich eigentlich auch prima ein Deck bauen, wenn man eben noch ein paar Karten selbst auch da hat. Und wie man sieht, auch ein paar Fusionskarten. Und ja, ich würde es gerne zusammen alles abgeben, aber wenn ihr auch Einzelkarten braucht, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Und für die Zukunft vielleicht auch noch, das hat mich immer ein bisschen gestört. Es ist natürlich klar, dass manche auch nur eine Karte brauchen, aber ihr müsst mich natürlich auch verstehen, wenn ihr jetzt nur eine Karte haben wollt und die ist jetzt nicht gerade wie Big Eye 25 € wert oder 20, dann müsst ihr eben auch verstehen, dass ich da eine Briefmarke noch mit dazu haben will, wenigstens, weil es sich dann einfach nicht lohnt. Auch der Arbeitsaufwand für einen Brief fertig machen lohnt sich wirklich für unter 5 € überhaupt eigentlich gar nicht. Das mache ich dann auch nur zu Liebe zu meinen Abonnenten. Und ich wollte auch nochmal eine etwas kritische Sache in den Raum stellen, weil es ist in letzter Zeit immer dazu gekommen, dass viele Trades abgebrochen sind. Aus dem Grund, ja, man sagt irgendwie, ja, das ist ja klar, das kaufe ich, das mache ich, das will ich, das, ja. Aber ich habe das Geld erst in 500.000 Jahren und ja, da will ich natürlich. Bitte, also du, der da jetzt gerade mein Video schaust, dich will ich einfach dazu bringen, bitte sei nicht so drauf. Also, du musst es so vorstellen, du reservierst denn irgendeine Matte für jemanden, der dann sagt, ja, in 2 Monaten habe ich das Geld und dann kommt nach 1,5 Monaten die Antwort, nee, ich kann's doch nicht, tut mir leid, sorry. Ja, klar, das ist nicht böse gemeint von den Leuten, aber ihr müsst eben auch meine Lage verstehen und ich denke mal, das geht sehr, sehr vielen anderen Tradern auch so. Und ich bin generell ein Trader, der mag es wirklich schön kurz und knackig, wenn man schreibt, ja, die Karten will ich gebe dafür so und so viel und dann vielleicht noch ein bisschen rumhandeln, aber ja, mein Gott, so einer bin ich eigentlich auch nicht, der da denn die Stunden mit dem Rumhandeln niederdödeln will. Und ja, das war auf jeden Fall auch noch ein Thema, was ich hier in diesem Special ansprechen wollte. Und ich habe natürlich auch noch eine Idee, also das wird jetzt auch vielleicht, ja, das wird nicht das 3000 Special Dein, genau, Sprachfehler natürlich.
Das wird jetzt eher so ein Vorvideo sein, also das Special, das wird wahrscheinlich noch kommen. Was heißt wahrscheinlich? Das wird noch kommen. Und da werde ich mir auch was ganz Besonderes ausfallen. Genau, ausfallen lassen. Jetzt geht's schon los hier, Leute. Da werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen, was ja noch nicht so da war auf YouTube. Ja, und ihr kennt mich ja, ich mache ja eigentlich immer was Neues. Also auch ein gefälschtes Booster, das fand ich so genial, das musste ich hier erstmal aufmachen auf den Kanal. Und ja, und dabei könnt ihr mich eben unterstützen, indem ihr spendet. Deswegen wäre es cool, wenn ihr auf dem Kanal vorbeischaut. Beim Kanalbanner steht dieser PayPal, dieses PayPal-P und dann spenden und da einfach drauf drückt. Und dann könnt ihr euren beliebigen Betrag spenden. Das war's hier von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut bei mir vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.